gehe immer gern zu Le Carreau. Le Carreau, c'est la scène nationale française qui se trouve à Forbach. Et also ich bin Fan von allem. Von allem? Ja. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil einfach die Zeit begrenzt ist, um alles tatsächlich auch mitzubringen. Zu Asch am Theaterzelt, an der Tisch des Sweet Dreams. Mhm. Da gibt es www.plurio.net. Da kann man alles, was an Veranstaltungen stattfindet, nachlesen und nachhören. Dölkelinger Hütte war toll. Da verbringt man mindestens 4 Stunden mit dem Rundgang. Und Altausstellung ist prima, weil ich den halt auch schon aus meiner Kindheit kenne, den Künstler. So sind natürlich super viele Konzerte. J.J. Johansson kommt nächste Woche. Karin Gauthier, da könnte Marilyn Manson am Dezember. Die Kulturangebote, die wir über alle Grenzen hinweg wahrnehmen können, hier im Staatstheater, bei uns im Theater, in der Philharmonie, hier im Orchester. Und unser OBL kommt ja auch des Öfteren hier nach Saarbrücken Aufführungen machen. Also ich war zum Beispiel jetzt im Sommer, das fand ich unwahrscheinlich spannend, in einem kleinen luxemburgischen Weindorf, da war ein Künstlersymposium, ein Plenär, in einem wunderschönen Garten, den man also ein richtig verwunschener Garten. Wo war das? Garten. Können Sie den Tipp vielleicht weiter? Schwipsingen. Genau, Schwipsingen. Und le tuyau pour moi ce serait de faire davantage de projets culturels en commun comme on a fait avec, derrière cette histoire là je suis dans le am Saarland gerade un international Tanz Festival aus. Ce que j'adore au Luxembourg, c'est le musée historique national. C'est vrai. Oui, ja, eigentlich gehe ich wirklich super gerne nach Luxemburg. Ich liebe dich. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Kulturamt, wie heißen das nochmal? Ja, genau, Kunsthaus beim Engel. Ja. Da findet Artmix dieses Jahr statt und 2010 Artmix, in die Vorstellung. Ja. Artmix kommt jetzt wieder ins Kuba. Das, ein Kulturtipp, 6. Oktober, Kunsthaus beim Engel. Nein, nee, Kuba, sorry. Ja, du kannst das. 6. Oktober, Kuba in Saarbrücken, Kuba für Kulturbahnhof. Artmix. Artmix 4. Ja. Ja, ein Kurzfilmwettbewerb für Jugendliche der Großregion. Hallo Frank, wie geht's? Beim Saarländischen Filmbüro und wir organisieren halt diesen Wettbewerb Kreagellen für Kinder und Jugendliche der Großregion. Der Wettbewerb findet dann in Metz statt, am 4. 5. Dezember und die Preisträger zeigen wir dann in Saarbrücken nochmal im Theater. Herzliche Grüße für Ihre Feiertag. Ja. National Feiertag. Feiertag, genau. Tschüss. Tschüss.